So, dann haben wir unser erstes Eckchen fertig, würde ich sagen. So, und jetzt haben wir das ganze Gebiet da oben mit Wald besehen. Haben wir noch ein bisschen größer hier. Das kann dann ruhig auch in die anderen Gebiete schon rübergehen. Weil Wald kennt keine Grenzen. Dann brauchen wir hier, glaube ich, auch eine Autobahn her. Obwohl, brauchen wir nicht unbedingt. Das muss nur im Startgebiet eine da sein. Das andere kann man ja später dann im Spiel bauen. Also wir brauchen eine Autobahn, die einmal zum Ende der Karte geht und einmal an einem Kartenrand beginnt und durch das Startgebiet geht. Ach, wir haben bis jetzt 868 Bäume von 250.000 Bäume verwendet. Das heißt, wir können 250.000 Bäume können wir pflanzen. Überlegt euch mal, wir haben jetzt 868. Alter. Wildtiere lassen wir natürlich auch wieder spawnen. Die können ruhig ein bisschen rumrennen. So, genau. Öl machen wir hier nicht hin, Öl brauchen wir nicht. Und mal nehmen wir dann das andere Gebiet. So, Leute, wie gefällt euch das erste jetzt schon mal? Können wir das so lassen oder fehlt noch irgendwas? Was ist das hier? Ah, da kann man schon mal Schnappschuss machen. Startkachel ist die in der Mitte. Aber ich würde sagen, wir bauen erstmal Kachel für Kachel immer aus. Ich weiß nicht, ob wir jetzt erstmal hier rüber gehen und dann hier so. Diese Markierung erzeugt einen hohen Säuledichten Rauch, gut geeignet für große Fabrikschornsteine. Ja, das will ich doch gar nicht nirgends haben. Nö, das will ich nirgends haben. Oder noch nicht. Gut. So. Ja, müsst ihr was. Benny, sehr gut, danke. Gut, dann würde ich jetzt sagen, gehen wir gleich in diese Richtung rüber und jetzt überlegen wir mal, was wir hier machen. Hier können wir eigentlich den Wald fortsetzen, dann kann man mit einer Brücke hier drüben eine Waldindustrie aufbauen. 250.000 Bäume können wir setzen, das ist ja der Hammer, oder? Ich überlege jetzt gerade, was wir mit dem Strand machen, ob wir da ein bisschen bergiger hochgehen, also ein bisschen höher. Bergiger das Ganze machen. Ist natürlich eine Frage. Ne, ich würde sagen, hier lassen wir es noch ein bisschen flach. Und je weiter wir reinkommen ins Land, desto bergiger machen wir es. Da ist ein Hügel drin, lassen wir den. Ja, den dümmer ein bisschen ab kletten. Das war zu viel. Kletten jetzt das Ganze. Ah, jetzt ja. Ja, wir müssen die Ränder schon ein bisschen kletten, weil die schauen irgendwie so abgesäbelt aus. Hier auch noch ein bisschen. Macht da bitte da vielleicht auch eine Autobahn, dass da. Ja, das ist klar. Da kommen erstens mal noch keine Personen, aber es gibt die Autobahnanbindungen, die machen wir erst, wenn wir das ganze Terrain fertig haben. Das ist jetzt eigentlich noch nicht interessant oder noch nicht wichtig. Ich möchte jetzt erstmal die Gestaltung der Umwelt so haben und dann
fangen wir an, mit den Autobahnen, Gleise und so weiter einzurichten, für Züge und so. Ja, das ist klar. Ja, also Erze und Erdöl kommen auf alle Fälle rein. Und das werden wir jetzt auch hier in dieser Map reinmachen. Jetzt machen wir bloß Folgendes. Und zwar müssen wir hier, also schaut es so abgeeckt aus, wenn wir hier jetzt auch einmal aufhören mit dem Wald. Deswegen machen wir hier auch noch mal ein bisschen Wald hin. Dann möchte ich mal schauen, wie das ist, wenn ich mit einer kleinen Erhöhung arbeite. Wie war jetzt das mit der Erhöhung? Glättung, was ist jetzt nicht da? Da passiert gar nichts. Okay, weil wir die gleiche Höhe haben. Jetzt müssen wir, glaube ich, erstmal eine Erhöhung schaffen. Genau. Geländehöhe, die sollte allzu groß sein, aber es soll eine kleine Erhöhung da sein. Ich glaube, wir nehmen das hier und schauen uns das jetzt mal an. Ich hoffe, ich vermassle jetzt nichts, aber das Gute ist, ich speichere es vorher erstmal. Karte speichern. Speichern. Genau. So. Jetzt schauen wir mal, ob wir da kleine Geländeerhöhung reinbringen. Ah, klappt ja wunderprächtig. Ah, je länger ich da drauf bleibe, desto höher wird die Erhöhung. Weil es gibt ja nicht immer nur richtig gerades Land. Also ebenes Land. Was passiert, wenn wir jetzt hier beim Wald auch noch eine reinziehen? Dann wachsen die Bäume ein bisschen höher. Okay. Jetzt arbeiten wir. Jetzt machen wir mal hier alles ein bisschen in der Größe erstmal. Und dann holen wir noch ein paar Feinheiten raus mit einer anderen Größe. Zu viel auf einmal machen. So, dann ziehen wir hier ein bisschen rüber. Weil am Kartenrand können wir ruhig ein kleines Gebirge entstehen lassen, finde ich. Weil da passiert ja dann eh nichts mehr. Ich mache das jetzt mit Absicht mit dem kleinen Pinsel, weil ich einfach Angst habe, dass ich da jetzt irgendwas vermassel. Ich weiß jetzt natürlich dann auch nicht, ob man das dann noch bebauen kann, aber ich denke schon, weil die Höhe beim Bauen, die passt sich ja an. Und wir können ja nachher, wenn, ich kann ja mal eine Autobahnanbindung machen, eine Autobahnanbindung, und dann können wir ja mal schauen, wie das ausschaut, wenn wir die Karte laden und spielen. Aber ich glaube, da müssen wir erstmal alle Sachen erfüllen. So, jetzt haben wir da mal ein bisschen Dingsbums. Jetzt gehen wir mal ein bisschen hoch. Dann kann ich, das ist glaube ich zu viel. Gleich 40. Genau, jetzt schauen wir mal, ob wir da noch ein bisschen was rausarbeiten können. Ah, das ist, glaube ich, das ist zu viel. Das ist zu viel, dann machen wir mal kurz rückgängig. Das ist zu viel. Gehen wir mal auf 70 hoch. So, und dann schauen wir mal. Okay, da passiert jetzt noch nicht allzu viel bei 70. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt als erstes hatten. Das ist zu viel. Pinselgröße, machen wir ein bisschen größer, dann haben wir mehr Gebiete. Oh, bo. Obwohl, das können wir eigentlich ja danach halt noch abglätten. Das ist ja weniger das Problem. So, dann gehen wir mal auf Glättung.
man da machen, desto besser plättet es ab. Machen wir folgendes, nehmen wir mal das hier. Vielleicht geht er dann. Genau, jetzt kriegen wir den Übergangshöhen hier. So, und jetzt gehen wir nochmal ein bisschen höher und machen hinten nochmal ein bisschen was hoch. Jetzt glätten wir das auch nochmal ab. So, cool. Genauso haben wir das eigentlich vorgestellt. So, was haben wir denn im Chat? Wieso kannst du eigentlich das Spiel schon spielen? Ganz einfach vom Publisher schon vorab bekommen. Mach den Wald doch auch an außerhalb des Gebiets in den Rand, damit das gut aussieht. Ja, 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 gut, ich kann da. Achso, ja, du meinst jetzt hier rüber? Ja, kann ich machen. Ja, gut, aber ich kann nur 250.000 bei mir pflanzen. Deswegen habe ich ja hier aufgehört, weil wenn wir innen drin machen, wir ja noch mehrere Gebiete. Außenrum, das können wir später vielleicht dann noch machen, wenn wir wissen, wir haben jetzt so Bäume zur Verfügung. Ich möchte da jetzt eigentlich gar nicht mehr machen. Ich werde auf einzelne Bäume werde ich auf alle Fälle, obwohl wir können hier ja nochmal Bäume pflanzen. Dann haben wir hier ein riesen Waldgebiet. Ich glaube, das sieht cool aus. Oh ja, das sieht echt cool aus. Ja, das sieht ja voll cool aus. Und weil das so cool ausschaut, machen wir jetzt noch Folgendes. Und zwar bauen wir hier noch einen kleinen See rein. Nee, so will ich das nicht. Ich will jetzt... Mal schauen, vielleicht hier noch einen kleinen See hin. Nein, wir brauchen das hier. Ob das wohl hinhaut, das ist zu bezweifeln. Weil ich nicht weiß, ob das hinhaut. Wegen Gefälle, da schauen wir jetzt mal. Einen kleinen Bergsee oder Hügelsee oder wie auch immer. So, es füllt sich langsam. Ich hoffe jetzt nur, das läuft nicht drüber. Und dann machen wir hier nämlich noch ein Waldgebiet außenrum. Ah, da läuft es glaube ich drüber, oder? Nein, das hat jetzt gestoppt. Nein, das läuft drüber. Oder? Nee, es pendelt sich jetzt ein. Glaube ich. Ja, das pendelt sich dann ein. Das andere verschwindet und dann passt es. Hey, das sieht doch auch mal cool aus, oder? Gut, das Wasser verschwindet jetzt. Super. Dann würde ich sagen, ein bisschen Glättung. Wollen wir mit zurück. Geländeglättung. Dann nehmen wir jetzt wieder das hier. Ein bisschen kleiner. Pinselgröße. So, dann glätten wir das mal ein bisschen hier. Hier vielleicht auch noch ein bisschen. Dann Umwelt. Sollen wir hier einen Sand reinmachen? Ein bisschen einen Sandstrand. Dann passen aber die Bäume wieder nicht, oder? Dann lassen wir hier auch wieder Tiere spawnen. So, das Wasser verschwindet jetzt, glaube ich, langsam, oder bleibt es jetzt da? Weil es unterschiedliche Ebenen hat. Na, verschwindest du oder bleibst du? Hoffentlich nicht.